Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir sind hier genau und haben jetzt der letzten Folge quasi unten das so weit durchgemacht und ein bisschen sortiert noch. Hier ist noch Gold drin. Das Gold hat hier gar nichts zu suchen. Die Felderblöcke lassen wir natürlich da. Ne, wir bauen jetzt heute ein bisschen was ab wieder mal. Denn wir müssen ja irgendwie noch runter in die zweite Etage. Hier soll drunter quasi nochmal irgendwas Riesiges entstehen. Und ja, deshalb werden wir jetzt erstmal hier runter abbauen. So, wir haben die Mitte. Mitte ist genau hier. Mitte bleibt 3x3 stehen. Das heißt, wir reißen hier schon mal das wieder ab. Genau das hier. Und dann kommen hier quasi 1, 2, 3 und diese Lampen müssen leider weg. Die müssen. Hallo? Müssen leider hier weg. Denn hier wird nämlich jetzt ein Riesenloch entstehen. Ach, warte mal. Ah, ich bin jetzt zu weit. Shit. So. Ja. Jetzt muss ich hier natürlich wieder Reparaturarbeiten machen. Ja gut, hier muss sowieso nachher noch ein bisschen schön gemacht werden. So, Sprußdor und Labs. Ach, fertig. Dann können wir nämlich hier jetzt abbauen. Und hier das Ganze. Alles weg. Immerhin haben wir Haste. Das ist ja schon mal was Gutes. Diese 3x3 Blöcke da, die lasse ich als Markierung nochmal da ein bisschen stehen. Denn wir müssen jetzt hier runtergraben. Dann machen wir das einfach wieder. Nein, nicht so, sondern so. Hier entsteht nämlich jetzt mal ein Riesenloch. Das ist sehr gut, also. Na ja, gut, hier müssen wir erstmal gucken, dass wir hier die schön abbauen, weil wir wollen nämlich hier eine kleine Wendeltreppe hinbauen. Nein, 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 ich will hier nicht runter. So, jetzt können wir nämlich hier das hier auch abbauen. Genau, die Lampe, die kann ruhig ausgehen. Die brauchen wir nicht mehr. Genau, hier sammeln wir nochmal alles ein. Habe ich hier Blöcke vergessen? Ja, habe ich. Ich wollte schon sagen, das ist doch eigentlich größer. Upsala. Das ist doch eigentlich größer, habe ich doch gedacht. Gesagt, so. Bis auf Höhe F3 52 müssen wir, glaube ich. Meine ich zumindest so gebaut zu, getestet zu haben. Ja. Ups, jetzt habe ich schon wieder. Schon wieder nicht. Richtig abgebaut, genau hier so. Können wir doch hier nur einmal durchgehen. Ach, will nicht. Ja, das Eisen, gut, das ist ja klar. Das Eisen können wir ja so schnell nicht abbauen. Noch mehr Eisen.
Schön. So, können wir doch hier. Ach, hier, ich hasse das. Hier bauen wir erstmal zu, weil ich weiß noch nicht genau, wie das hier geschehen wird. Wie habe ich da 10 Block denn da kaputt gemacht? Oder ist das. Ja, das ist durchs Ding. Okay, gut, das erklärt's. So, jetzt sitzt nach. Jetzt sammeln wir gerade hier die Blöcke ein. Nett, dass wir gleich hier eine Monsterparty haben. Beziehungsweise wir sammeln die Blöcke ein und gehen dann schlafen. Wir haben nämlich keinen Platz mehr. Okay. So, gute Nacht. Ja gut, erzählt noch weiter. Dann haben wir ja noch ein paar hunderte Blöcke hier zum Zählen. Ja, wenn hier noch. Da ist ja noch voll. Wenn hier noch Steaks drin sind, ja, ist alles gut. Können wir gerade hier eigentlich alles raus tun, bis auf hier die Sachen, die tun mir direkt hier in die. Hier in die Rotsteinkiste. So, weiter geht's. Können wir gerade diese noch einsammeln. Oh, hier ist doch so viel Kohle. Was soll ich denn damit? Ich will jetzt einfach mal bis Höhe 5. Ne, warte mal. Wir können auch gleich mal kurz ein kleines Sprüngchen machen. Und gucken mal kurz in der Testwelt. Also ich habe einmal für die Welt kopiert. Habe einfach da drin gebaut, getestet. Wenn wir hier die Reihe gebaut haben. So, ja. So, jetzt können wir hier nämlich wieder Kohle abbauen. Und können das hier schön noch. Komm, bau die ab. Da auch wieder Kohle, hier auch wieder Kohle. Hier ist auch wieder Kohle. Ja, 53, ich glaube. Ja, ich weiß gar nicht mehr. 52, 51, irgendwie sowas war das. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist, wenn man sich Zeug nicht aufschreibt. Jo. Ja. So, können wir hier gerade die Sachen auch mit reinschmeißen. Da hat er wieder 100.000 Mal zu klicken. Was haben wir denn so hier drin? Ach, Steak sogar. Na dann, ach guck mal, jetzt kommt dieser Stein. So, mal ein bisschen andere Sachen rausschieben. Ach, jetzt ist da, weil da was drin ist. Na ja, gut. Wir gehen mal kurz rüber. Und wollen keine Zeit verlieren, gehen in der Kopie rein. Ich mache nämlich immer Kopie und schiebe die da rein. Guck mal, wir sind sogar schon perfekt gespawnt. Hier gehen wir mal kurz in den Kreativmodus und dann wird mal hier, das ist die Ebene, wo ich drauf muss. 52, siehst du mal. Also ich muss auf Höhe 52 stehen. Da kommt dann der Boden hin. Perfekt. So, da können wir gerade wieder rüber gehen, können gucken, wo wir sind. Jo. Wir sind auf Höhe 53. Yay, yeah, eine Etage noch. Jetzt noch eine, genau.
Wir haben das hier. So, dann können wir doch hier jetzt fertig bauen. Perfectly, perfectly, perfectly. Gut, das Eisen tun wir auch schon mal gerade mitnehmen. Und hier schmeißen wir auch, wenn das vielleicht später nochmal abgebaut werden muss, schmeißen wir das mal so dahin. Fertig. Ja. Jetzt ist nur die Frage, aus welchem Material wir das machen werden. Und zwar habe ich mir so ein bisschen gedacht, ja, also klar, wenn wir jetzt wieder Dark Oak nehmen, Dark Oak Spruce nehmen, falsche Richtung. Das haben wir ja schon öfter und also haben wir ja jetzt hier schon. Jetzt ist die Frage. Haben wir zufällig ein bisschen Spruce da? Wahrscheinlich nicht. Ne. Nicht mal mehr einsortiert. Spruce sage ich schon, Dark Oak. Oder habe ich die Dark Oak tatsächlich hier noch reingekommen? Ne. Tatsächlich nicht. Hier sind auf jeden Fall Dark Oak Slabs. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen die Treppe hier runter, also hier hin. Wobei ich ja dann lieber schon fast Eiche nehme. Ich probiere es mal aus. So ein bisschen, aber naja, ich bin falsch gesetzt. Naja. Das sieht halt dann so aus wie so ein, ja, nicht so cool eigentlich. Also, wenn ich das in Spruce mache, denke ich mal, wird es besser sein. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn wir aus dem Loch draußen sind. Bis zur nächsten Folge. Und ja, wenn es dir gefallen hat, ist noch eine positive Wertung da. Ansonsten nicht. Bis dann und ciao, Leute.